Hallo, Marlene. Hey. Ich übergebe an Papa, ja? Schöne Grüße nach Australien. Danke. Hallo. Hallo. Wie geht's dir und Gregor? Mir geht es gut. Ja, und Gregor sieht immer noch furchtbar aus, aber er macht schon wieder seine Sprüche. Die Ärzte sagen halt, es dauert seine Zeit, bis die Verletzungen verheilt sind. Wir müssen ein bisschen Geduld haben. Das Furchtbare ist einfach nur, dass ich kann nichts machen, gar nicht. Ja, aber das Wichtigste ist doch, dass du bei ihm bist. Ja. Wir vermissen dich hier. Es ist schrecklich, alleine in dem Bett aufzuwachen. Ich hasse das auch. Geht's euch denn allen gut? Ja, alle wohlauf. Und Clara hat sich von ihrem ersten Taschengeld so eine Haarspange gekauft. Sieht ganz hässlich aus. Das hast du ihr aber hoffentlich nicht gesagt, oder? Nein, natürlich nicht. Ich kenne mich doch aus mit Frauen. Das stimmt wirklich. Ach, Schatz. Du, ich muss los. Inge macht ihr neues Café auf, weißt du? Und da muss ich natürlich die Praxis rechtzeitig schließen. Ja. Ja, okay. Dann sag Inge ganz liebe Grüße von mir und toi, toi, toi. Ja, das mache ich. Und du passe auf dich auf. Und sag Gregor schöne Grüße. Er soll bald gesund werden. Ja, sag ich ihm. Gut, Schatz, dann... Ach, Christian? Ja? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Du entscheide dich bitte, Rührei oder gekocht? Spiegelei Sunny Side Down, so wie es Peewee immer ist. Sunny Side Down. Yes, Madam. Wo sind die Pfannen? Soll ich dir auch ein Frühstücksbrot schmieren? Nein, ich krieg was bei Inge im Café später. Wo sind die verflixten Pfannen? Ah. Christian mag am liebsten Rührei mit Kräutern. Und Inge holt sie dann immer frisch aus dem Garten. Bei mir muss er essen, was auf den Tisch kommt. Sag mal, warum esst er nicht einfach alle Müsli? Das geht schnell und ist gesund. Ingelein. Guten Morgen, meine Maus. Morgen. Es ist lieb von dir, dass du mir das Frühstück machen abnimmst. Kommst du klar? Klar. Wie wünschen Sie Ihr Frühstücksei? Du machst Eier? Ja. Bei mir gibt's immer Müsli, wenn's schnell gehen soll. Ich mag Spiegelei Sunny Side Down. Yes, Madam. Oh, was sagt Australien? Wie geht's Gregor? Gut, er macht schon wieder Witze. Allerdings wissen Sie nicht, wie lange er noch im Krankenhaus bleiben muss. Wann kommt denn Marlene wieder zurück? Naja, wenn er aus der Klinik entlassen wird. Und weißt du was? Bis dahin kannst du dir überlegen, was du ihr zur Begrüßung schenkst. Okay. Was macht ihr denn noch hier? Wollt ihr denn schon längst weg sein? Oh, Gottes Willen, Johannes, wir müssen. Wo ist Paul? Ciao, ciao. Inge, wir drücken dir die Daumen, dass alles klappt. Ja. Natürlich klappt alles. Inge hat alles im Griff. So, ciao, macht's gut. Tschüss. Ich hab meinen Schneebesen vergessen. Was willst du mit dem ollen Schneebesen? Das Kaffee ist doch voll ausgestattet. Ja, was denkst denn du? Ohne den geht gar nichts. Das ist doch mein Glücksbringer. Immer cool bleiben, Inge. Ach, ich danke dir, mein Mäuslein. Immer cool bleiben, wird gemacht. Bis heute Nachmittag. Ciao. Also, wir sehen uns pünktlich um 12, ne? Und danke, dass du Clara zur Schule bringst. Ja. Ciao. Zum Glück haben Studenten nicht so einen Stress. Von wegen. Ich arbeite einfach nur zu Hause an meinem Referat. Ich dachte, wenn man studiert, geht man gerne in die Schule. Jetzt aber schnell. Zähne putzen, anziehen, dann kommen wir auch noch zu spät. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Nora. 17 heute Morgen. Dann 8 Hausbesuche, dazwischen die Kaffeeeröffnung ihrer Tante und heute Abend noch mal 6. Das ist ein ziemlich voller Tag heute. Was ist denn? Schauen Sie mich mal genau an. Ich würde sagen, Sie haben Schlafmangel. Wie kommen Sie denn darauf? Ihres Diagnose. Das ist eine ganz alte Wissenschaft. Das ist Wahnsinn, was man alles aus den Augen eines Menschen lesen kann. Ja, ist richtig. Das ist eine ganz alte Wissenschaft. Und vor allen Dingen sehr erfolgreich, wenn sie von den richtigen Leuten angewandt wird. Jetzt fürchten Sie wohl meine Konkurrenz. Richtig. Frau Marquardt, bitte. Frau Marquardt, bitte. Der Laborbericht ist schon da. Ist soweit alles in Ordnung. Cholesterinwert ist perfekt. Harnsäure auch. Kalium, Eisen, alles prima. Von mir aus können Sie jederzeit bei meiner Tante anfangen. Ich freue mich total. Das Café wird bestimmt ein Renner. So, Frau Steinfeld,
Dreimal täglich, drei Stück, immer vor den Mahlzeiten einnehmen. Ist meine Mutter noch da? Julian. Ja, sie ist gerade drin, sie wird gleich fertig sein. Gut, danke. Hey, du kannst doch nicht rein. Hallo! Julian. Tut mir leid, ich wollte echt nicht stören, aber Papa hat den Impfausweis auf dem Küchentisch gefunden. Den brauchst du auch für dein Gesundheitszeugnis, oder? Das schon, aber du kannst doch nicht einfach hier so reinplatzen. Ist schon in Ordnung, wir waren ja sowieso fertig. Außerdem möchte ich nicht, dass Sie am ersten Tag zu spät kommen. Ich fahre dich hin. In 5 Minuten sind wir da. Was fahren Sie denn für eine Maschine? Ich fahre eine Enduro, 80 Kubik. Habe ich den 16. Geburtstag bekommen. Davon hat er geträumt, seit ein kleiner Junge war. Und weil er letztes Jahr so ein gutes Zeugnis hatte, haben wir gesagt, okay. Na, dann gute Fahrt. Können wir jetzt, Mama? Wir wollen doch beide nicht zu spät kommen. Danke. Tschüss. Was los? Engelein, mein Engelein, wie findest du's? Ah. Sag mal, können Luftballons eigentlich zu schwer sein? Ja, ganz bestimmt. Weißt du was? Lass das einfach. Ich kann auch ohne die Dinger öffnen. Nee, ich hab dir Luftballons versprochen und jetzt kriegst du Luftballons. Was für ein schöner Tag für die Eröffnung von Ihrem Café. Guten Tag, Maria. Hoffentlich sind Sie nicht so aufgeregt wie ich. Na, Julian, was sagst du zu dem neuen Arbeitsplatz deiner Mutter? Ja, nicht schlecht. Oh, Mist! Ach, Mensch. Probleme? Ja, du hast nicht zufällig eine andere Wand dabei, die hat eine Luftballonallergie. Nee, tut mir leid. Aber vielleicht hebt er schon eine Baumaschine. Ja, mit brutaler Gewalt hätte ich es auch geschafft. Leicht. So, passt. Dankeschön, danke. Julian. Du hast meine Eröffnung gerettet. Ganz schön geschickt, ihr Sohn. Das hat er von seinem Vater. Die fummeln jede freie Minute an unserem Auto rum. Okay, ich muss dann los. Ich hab Martin in der dritten Stunde. Mach's gut, Mama, und schönen ersten Arbeitstag. Ja, toi, 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 und fahr vorsichtig. Aber immer, das weißt du doch. Also dann, viel Erfolg und tschüss. Tschüss und vielen Dank. Tja, perfekt. Leute können kommen. Leiter muss weg. Weißt du was? Ich habe die Rosen im Auto vergessen. So, Herr Müller, das ist gegen die Schmerzen. Und wir sehen uns morgen in der Klinik. Und keine Sorge, die Entfernung eines Nierensteins ist absoluter Routineeingriff. Vielen Dank, Herr Doktor. Und ich bin froh, dass ich mich bald wieder schmerzfrei bewegen kann. Wiedersehen. Tschüss. Nora, was sehe ich denn da? Kommen Sie mal näher. Was ist da in Ihrer Iris, hm? Das war mein letzter Patient, stimmt's? Richtig, fertig für jetzt. Sie können beruhigt zu Ihrer Tante fahren. Und danach machen Sie bitte die Hausbesuche und fangen mit der alten Frau Singer an. Mach endlich auf! Es ist eröffnet. Herzlich willkommen im Stadtcafé. Kommt rein. Ja. Meine Süße, mein Handwerksgeschick und dein Geschmack. Wir sind ein klasse Team. Unschlagbar. Ja. Bitte sehr. Danke dir. Oh, meine Liebe. Glückwunsch, Inge. Danke. Inge, ich hab's leider nicht früher geschafft. Aber Mensch, also das ist ja toll. Das wird der Renner. Das wünsche ich mir. Johannes. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Nur Sie können einen solchen Glanz in diese Hütte bringen. Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung Ihres Cafés. Eisenach ist stolz auf Sie. Es ist ein Kleinod unserer Stadt geworden. Danke, Herr Spengler. Darf ich Ihnen das erste Stück Torte in meinem Café anbieten? Das kann ich nicht annehmen. Aber ich meine, es sieht so köstlich aus. Na gut, ein paar Kalorien werden bestimmt drin sein, aber es ist köstlich. Ich habe auch gezupfte Apfelplinsen, handgemacht natürlich. Gezupfte Apfelplinsen handgemacht. Mhm. Die habe ich immer so gern bei meinen Großeltern in Erfurt gegessen, wenn ich da zu Besuch war. Das hat mir. Keine Sorge, Herr Doktor. Ich gehe heute Abend wieder auf mein Strampelchen und dann sind die Kalorien wie weggeblasen, nicht wahr? Auf das Stadtcafé. Auf das Stadtcafé. Auf das Stadtcafé. Auf das Stadtcafé. Thank you.
Kannst du mich hören? Hast du Schmerzen? Keine Sorge, ich hole einen Notarzt. Hallo? Ja, Kleist hier, ich brauche sofort einen Notarztwagen. Rittergasse. Ja, keine Ahnung, hier am Frauenplan. Ja, schwerer Motorradunfall, Verdacht auf Schädelhirntrauma. Gut, ich warte. Was ist mit meinem Motorrad? Ist es in Ordnung? Ich hab's noch nicht lange. Kannst du deine Finger bewegen? Und was ist mit deinen Füßen? Spürst du das? Ja. Beweg mal deine Beine. Mein Kopf tut weh. Mir ist schlecht. Weißt du, welcher Tag heute ist? Mittwoch. Okay. Mach dir keine Sorgen. Der Notarzt ist unterwegs. Kümmern sich um mein Motorrad. Ja, dein Moped ist in Ordnung. Julian Marquardt, 16 Jahre, Verdacht auf Schädelhirntrauma. Liko Austritt aus der Nase. Ganz ruhig. Was? Oh Gott. Ja. Ja. Maria, kommen Sie bitte mal schnell. Marquardt? Julian Marquardt, 16 Jahre alt, Motorradunfall. Verdacht auf Schädel-Hirntrauma, Liko-Ausfluss aus der Nase. Ich habe ihm 10 Milligramm MCP gegeben und 2,5 Gramm Novalgin. Was ist denn mit ihm? Ich nehme an, Sie sind die Mutter. Ja, wir müssen Ihren Sohn erstmal untersuchen. Christian. Ich kümmere mich drum. Was ist denn passiert? Lassen Sie uns vorübergehen. Was ist? Herr Marquardt, Sie sind auch schon da. Ich wollte es gerade Ihre Frau sagen. Ihr Sohn hatte einen Motorradunfall mit schweren Kopfverletzungen. Was für Kopfverletzung? Es besteht der Verdacht eines Schädelbasisbruchs. Allerdings werden die Untersuchungen Näheres ergeben. Er wird doch nicht. Er ist unser einziges Kind. Machen Sie sich keine Sorgen. Er ist hier wirklich in besten Händen. Wir tun, was wir können, ja? Können Sie nicht schon nach den Untersuchungsergebnissen fragen, bitte? Gut. Setzen Sie sich da drüben und warten, ja? Danke. Deine Vermutung war richtig. Deutliche Fraktur des Osvionidale. Dazu eine dramatische, raumfordernde intrazerebrale Blutung. Wir müssen trepanieren. Ja, alles klar. Ich werde es den Eltern erklären. Wie sind seine Chancen? Du weißt ja selbst, wie schwierig Prognosen in solcher Situation sind. Nach der OP kann ich dir mehr sagen. Okay. Es tut mir leid. Ich hasse diese Motorradunfälle. Von mir aus können Sie die Dinger verbieten. Von dem Motorradjungen gehört. Glaubst du, er schafft's? Martin will noch keine Prognose abgeben, aber ist alles ganz schrecklich. Ich muss jetzt die Eltern benachrichtigen. Sie einziger Sohn, die sind total im Schock. Gerade mal 16. Oh Gott, das ist aber nicht schön. Nee. Du, ganz was anderes. Ich habe dich eigentlich gesucht, weil ich was mit dir besprechen wollte. Ich habe eine Umstrukturierung der Abläufe auf der Inneren vor. Da du einerseits betroffen bist durch deine Belegbetten, aber andererseits auch einen Blick von außen auf die Abteilung hast, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir deine Meinung dazu sagst. Ich hoffe, dass es nicht um Einsparungen geht. Ich bin Verwaltungschefin. Einsparungen sind mein liebstes Hobby. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich kenne ja deine Rubinen. Was? Ich wusste gar nicht, dass ich welche habe. Oh doch, du hast es zu warten. Dass Sie so lange warten mussten. Ich habe mit Dr. Teichert gesprochen. Ihr Sohn wird jetzt operiert. Eine Operation am Kopf? Ja. Er hat bei dem Unfall einen Schädelbasisbruch erlitten. Dadurch ist sein Gehirn gequetscht worden. Was da passiert, ist Folgendes. Durch die Quetschung entsteht Flüssigkeit. Dadurch wird der Druck im Schädel erhöht und das Gehirn schwillt an. Dr. Teichert wird eine Sonde legen, dadurch kann die Flüssigkeit abfließen. Der Druck wird reduziert und die Schwellung geht zurück. Und, meinen Sie, er wird irgendwelche Schäden davon tragen? Ich vermute nicht. Und wenn doch, was könnte denn passieren? Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Frau Marquardt. Der menschliche Körper hat ganz enorme Selbstheilungskräfte. Ihr Sohn ist jung und kräftig und ich bin sicher, er wird ganz gesund. Okay. Also, ich muss weiter. Wir sehen uns. Wiedersehen.
Hallo. Hallo. Ich bin da. Ah. Na, ich hab's geschafft. Warte, ich helf dir. Okay. Wie war's denn heute noch? Nachdem ihr weg wart, ist es dann ziemlich leer geblieben. Na ja, der erste Tag, das kommt schon noch. Jedenfalls profitieren wir alle davon. Es ist eine Menge Stadtcafé-Spezialtorte übrig geblieben. Torte zum Abendessen. Die Kinder werden begeistert sein. Und die Erwachsenen auch. Ach ja. Und um das Café macht aber keine Sorgen. Ab morgen läuft das wie die Feuerwehr, schwöre ich dir. Ja. Ja. Okay. Okay. Na dann. Wie lief die OP? Schwieriger als gedacht. Es gab eine massive Blutung im Hirn. Wir haben versucht, die Gefäße zu klippen. Wie geht's dem Jungen? Kreislauf ist schwach, aber halbwegs stabil. Wir müssen die Nacht abwarten, bevor man näher sagen kann. Dr. Teichert, das sind die Eltern Marquardt. Ach, wie geht es ihm? Er hat die Operation gut überstanden. Der Druck in seinem Gehirn ist schon geringer geworden. Allerdings, Näheres kann man erst morgen sagen, wenn er die Nacht auch gut überstanden hat. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe noch eine weitere OP. Danke. Können wir zu ihm? Im Augenblick nicht. Julian ist noch in der Aufwachstation. Sie sollten nach Hause gehen und versuchen, ein wenig Ruhe zu bekommen. Aber nicht, solange unser Sohn da drin liegt. Ja, aber Sie können im Augenblick nichts tun als warten. Und wenn er aufwacht, dann braucht er Ihre ganze Kraft. Dieses blöde Moped, das hätten wir ihm nie schenken dürfen. Ich sag dir, wenn wir hart geblieben wären, dann würde er jetzt nicht da drinnen liegen. Kommen Sie. Was für ein schöner Tag. Ich habe noch nie so viele Abenteuer erlebt. Ich bin zwar nicht so groß wie du, antwortete der Schmetterling, aber wenn du willst, können wir trotzdem Freunde werden. Da vermisst Marlene ganz schön. Ja, aber das tun wir doch alle. Aber weißt du, Gregor braucht im Moment seine Mutter. Paulchen braucht sie aber auch. Ja, aber Paulchen ist nicht krank und er hat ja uns. Das erzähle ich ihm, wenn er wieder traurig ist. Guten Tag. Guten Abend, Schwester Annette. Guten Abend, Dr. Kleist. Ich wollte noch mal nach dem Patienten sehen, wie es ihm geht. Ihm geht es schon besser. Der Druck ist bereits gesenkt. Danke. Dir ist schon klar, dass du noch gebraucht wirst. Willst du nicht ins Bett kommen? Doch, ich komme gleich. Ich mach schon. Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte nicht stören, ich war gerade in der Nähe und habe noch Licht gesehen. Wollen Sie reinkommen? Nee, danke. Ich war gerade in der Klinik und... Ist was mit Julian? Nein, im Gegenteil. Seine Werte stabilisieren sich zusehends und er schläft jetzt. Ich wollte Ihnen das nur sagen. Vielleicht kommen Sie dann ein bisschen zur Ruhe. Danke. Das ist nett. Ja. Ich bin wieder weg. Schönen Abend. Gute Nacht. Ihnen auch. Danke. Tschüss. Vielen Dank nochmal. Morgen. Sagen Sie, hat Dr. Teichert sich gemeldet? Julian hat die Nacht gut überstanden. Er sagt, man könne vorsichtig optimistisch sein. Im Übrigen haben Sie einen Termin für die Nierensteine von Herrn Müller. Morgen Vormittag, 10 Uhr. Ja, danke, ich weiß. Was ist denn? Mangelernährung oder Schlafdefizit. Oder? Raffiniert, Nora.
Wenn das eine nicht passt, passt das andere. So sollte ich mal eine Diagnose machen. Herr Meier, bitte. Bitte sehr, mein Liebes. Danke, mein Schatz. Reizend wie immer. Kann ich sonst noch was tun, um dir diesen wunderschönen Tag zu versüßen? Nein, es ist alles in bester Ordnung. Maria, Morgen. Was machen Sie denn hier? Ich denke, Sie sind bei Ihrem Sohn. Die Schwester meint, solange er noch nicht wach ist, können wir eh nichts für ihn tun. Und Arbeit lenkt ja ab. Ja, das stimmt. Nichts ist schlimmer, als zur Untätigkeit verdammt zu sein. Dass ich das mit dem Herzen hatte. Ich geh dann mal Kartoffeln schälen. Ja. Kartoffeln? Johannes, ich hab die ganze Zeit gewusst, da war noch was. Ich hab keine Kartoffeln. Ich besorg sie dir. Apotheke kann warten. Ist die Tasche im Auto? Ja. Ach, du bist ein Schatz. Ach. Ich danke dir. Ja. Was wäre ich ohne dich? Guten Morgen. Herr Kleist, was soll's denn sein? Ich brauche 10 Kilo Kartoffeln. 10 Kilo? Macht Ihre ganze Familie eine Kartoffeldiät? Nee, das ist nicht für die Familie, das ist für das neue Stadtcafé meiner Frau. Sie macht Schleizer Bamser. Ihre Frau hat ein Café aufgemacht? Ja, gestern, haben Sie gewusst? Da drüben. Dann nehmen Sie die Vicaria. Ja? Und sind am besten für die Bamser geeignet. Sagen Sie Ihrer Frau einen schönen Gruß. Ich werde demnächst kommen, um die Bamser zu probieren. Schön, dann wird sie sich freuen. Wenn wir von der Eröffnung gewusst hätten, wären wir schon gestern gekommen. Ja, klar. Wer nichts weiß, der kommt nicht. Marktlieferservice, hier wurden Kartoffeln bestellt, bitte schön. Ich danke dir, mein Schatz. Ich muss jetzt ab in die Apotheke. Tschüss. Ja. Tschüss. Entschuldigung. Maria. Moment, Maria, ich mach das schon. Geben Sie mir, Maria ist gut. Oh. Ja? Was? Er ist wach? Ja, ich komme, ich fliege. Kommen Sie, quasi. Danke. Danke fürs Bringen. Du bist doch selbstverständlich. Grüßen Sie Ihren Sohn schön von mir. Und alles Gute! Lisa, ja, ich bin's. Ich habe mir da was überlegt. Menschenskinder, Junge, mach sowas nie wieder. Wir sind fast gestorben vor Angst. Das war nicht meine Schuld. Da war plötzlich die Ölspur. Was mit der Maschine? Ist sie in Ordnung? Hör mir auf mit dieser scheiß Maschine. Die hätten wir dir gar nicht schenken dürfen. Papa macht sich Vorwürfe. Ja, ist doch auch so. Ich will mir gar nicht ausmalen, was noch alles hätte passieren können. Aber jetzt kommt doch alles wieder in Ordnung, oder, Doktor? Naja, das muss natürlich Dr. Teichert entscheiden. Aber ich denke mal, wenn er so weitermacht wie bisher, dann gibt es keinen Grund, dass er länger als nötig ist. Das hoffe ich. Ach so, Herr Dr. Kleist, danke, dass Sie mir geholfen haben. Ich weiß echt nicht, was passiert wäre, wenn Sie nicht in der Nähe gewesen wären. Das war selbstverständlich. Ach, Sie wollten auch einen Cappuccino. Entschuldigung, kommt sofort. Lisa, was machst du denn hier? Kann ich was für dich tun? Ich dachte, ich gönne mir meine Pause vom Schreiben und esse ein leckeres Stückchen Kuchen. Ja, das ist gut. Hier ist ja schon richtig was los. Ja, das war ja klar, ne? Kaum bin ich alleine, schon strömen die Gäste. Ja. Gott, mein Eierkuchen. Bis Maria zurückkommt. Aber deine Seminararbeit, du hast doch einen Abgabetermin. Das kriege ich schon hin. Ehrlich? Ja. So ungefähr, dachte ich. Was haltet ihr davon? Cool. Super. Du bist einfach super am Computer, Mädchen. Wir sind aber auch ein Spitzenteam. Du die Idee, ich die Ausführung. Nur schade, dass wir erst zu spät drauf gekommen sind. Wir hatten einfach zu viel um die Ohren. Schule, Apotheke, Uni. Ach so, apropos Uni.
Wie kommst du eigentlich mit deiner Arbeit zurecht, wollte ich mal schon mal fragen. Das geht ganz gut. Also vielleicht machen wir das ein bisschen weiter nach rechts. Entschuldigung. Hallo, bin zu Hause. Oh Gott, ist schon 7:30. Wir kommen gleich, Ingelein. Also, 2000 Stück, Treffpunkt morgen 10:30 an Klaras Schule. Okay. Ja, bitte. Hier seid ihr. Was macht ihr denn da? Lisa hat mir was über Australien im Internet gezeigt. Ach, das ist ja toll. Kann ich das auch mal sehen? Nee, gerade ist die Verbindung abgestürzt. Oh. Wie war dein Tag, mein Ingelein? Naja, also eigentlich ganz gut. Ich war richtig froh, dass Lisa mir geholfen hat. Ja, von mir aus gerne wieder. Mir hat's Spaß gemacht. Danke. Ich hoffe, das wird nicht nötig sein. Marias Sohn geht's schon viel besser. Ach Gott sei Dank. Und vielleicht kann sie bald wieder voll arbeiten. Hat einer Hunger? Oh ja, ja. Gewaltig. Hier. Die Kamera, die sich Piwi gewünscht hat. Hoffentlich lässt sie sich nicht wieder klauen. Ich freue mich schon auf die Fotos, die er uns mailen wird. Hast du was geschrieben? Ja, Moment. Ich kann mich zwar nicht erinnern, wann ich zuletzt einen Brief geschrieben habe. Das ist sicher schon Jahre her, aber... Briefschreiben ist eine aussterbende Kunst. Wenn man sich vorstellt, dass bald niemand mehr Liebesbriefe schreiben wird. Hier, die haben Clara und ich zusammengestellt. Würde ich auch gerne mal kriegen. Wir müssen los. Das Paket bringe ich zur Post, wenn ich Inge und Clara abgesetzt habe. Wieso? Ich denke, das macht Lisa. Heute hat sie was anderes vor, weil die Druckerei in der Nähe von Pauls Kindergarten liegt. Was denn für eine Druckerei? Ich brauche noch neues Druckerpapier. Hä? Das haben wir doch massenhaft. Ja, aber ich wollte so Besonderes für mein Referat. Soll ja auch schön aussehen. So, jetzt ist es aber wirklich. Okay. Ups. Ich mach dir die Tür auf. Alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen, Papa. Also, wenn ich so einen Satz höre, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an. Hallo, Herr Doktor. Ach, Herr Markwald, grüße Sie. Hallo. Na, wie geht's, Julian? Ja, schon viel besser. Wir haben gerade unsere Angeltour nach Schottland besprochen. Mhm, super. Herr Doktor, ich wollte mich auch noch mal bei Ihnen bedanken. Das war wirklich ganz großartig von Ihnen. Bitte Sie, da doch nicht für. Sagen Sie Julian einen schönen Gruß von mir. Ich gucke heute Abend noch mal vorbei. Das mache ich. Vielen Dank. Wiedersehen. Tschüssi. Schönen Tag noch. Wir haben ein neues Café aufgemacht, ja? Das ist ja hinter der Kirche. Ah, Valerie. Ach, hallo. Ich habe gehört, dem Motorradjungen geht's besser. Ja, die OP ist sehr gut verlaufen. Sieht aus, als würde er ganz gesund werden. Das freut mich. Sag mal, bist du schon dazu gekommen, dir meine Papiere durchzusehen? Nee, leider nicht. Bei uns geht's drunter und drüber. Marlene ist in Australien, Inge macht das Café auf, die Kinder. Also, Wahnsinn. Also, wenn ich irgendwie helfen kann, sagst du Bescheid. Oh, hallo. Ach, hallo. Na, grüß dich. Eine sehr gute Arbeit bei der OP mit dem Jungen. Gratuliere. Ja, er hat die OP ganz gut überstanden. Ich bin mit seinem Zustand sehr zufrieden. Sag mal, was haltet ihr beide eigentlich davon, wenn ich euch auf einen Kaffee einlade? Dann können wir nämlich meine Veränderungsideen gemeinsam besprechen. Einen Kaffee? Den könnte ich jetzt gebrauchen. Hm? Okay. Kennen Sie das Stadtcafé schon? Täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Danke. Bitte. Können Sie es bitte lassen? Ich will keine Werbung. Lisa. Hallo, Michael. Was machst du hier? Ich teile die Werbung aus für Inges Kaffee. Sie hat gestern eröffnet. Und was machst du hier? Ich hatte gerade eine Doppelschicht. Ich wollte jetzt nach Hause fahren, ein bisschen schlafen. Ja. Nee, lass doch, steht dir super. Lisa, das tut mir leid, wie das alles gelaufen ist. Ich habe so vieles falsch gemacht. Ja, ich auch. Ich habe überreagiert. Aber ich konnte damit nicht umgehen, dass du dich nicht scheiden lassen willst. Ja, ich hätte an deiner Stelle wahrscheinlich genauso reagiert. Aber eigentlich hättest du wissen müssen, dass deine Befürchtung völlig unberechtigt ist. Ja. Ja. Wieso? Ich habe die Scheidung eingereicht, vor 3 Wochen schon. Ich meine, jetzt, wo wir beide wissen, dass es nur ein blödes Missverständnis war, können wir es doch vielleicht noch mal versuchen, oder? Ist doch blöd, wenn es jetzt einfach so zu Ende ist, oder? Wieso? Wieso? Weil...
weil es schrecklich ist ohne dich. Weil ich dich jede Minute vermisse und weil ich dich liebe. Das waren jetzt schon drei Gründe. Ich hab dich auch vermisst. Magst du mitkommen? Ich kann leider nicht. Ich muss die Flyer weiter austeilen. Flyer? Ja. Dann gib her. Nein. Los. Michael. Flyer austeilen. So, das Stadtcafé, bitteschön. Täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Hinter der Kirche. Thüringische Spezialität. Morgen, mein Sohn. Hey, Mama. Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht's dir heute? Gut. Da kann ich ja schon bald wieder raus. Ihr Sohn macht wirklich tolle Fortschritte. Das ist schön. Guck mal, was ich hier hab. Die neueste Ausgabe von Motorrad Sport. Gerade frisch rausgekommen. Danke. Hubraum. Kraftübertragung. Beschleunigung. Hey, du machst ja schon wieder Witze. Federweg. Bremse. Beschleunigung. Hinterradbremse, Beschleunigung. Was denn? Bremse hinten. Bremse hinten. Hey. Bremsweg. Hör auf mit dem Mist, das ist nicht lustig. Bremsweg. Was? Bremsweg. Hör auf. Hör auf. Bremsweg. Hör auf. Hör auf. Bremsweg. Hör auf. Julian, hör auf. Bremsweg. Bremsweg. Hör auf. Hör auf. Bremsweg. Grundsätzlich ist Valeries Vorschlag ganz interessant, aber ich bin gegen die Streichung von Patientenbetten aus Profitgründen. Das finde ich auch. Es ist was mit Julian. Es ist was mit Julian. Eben noch hat er gelacht und plötzlich hat er so komische Sachen gesagt. Kommen Sie, wir setzen uns. Nein. Ich muss zu meinem Sohn. Ich muss zu meinem Sohn. Im Moment können Sie nichts machen. Bitte. Lassen Sie uns setzen. Bitte. Wieder gut? Es tut mir sehr leid. Wir haben alles getan, was wir konnten. Müssen Sie ihn noch mal operieren? Bitte. Es ging ihm doch gerade noch so gut. Es war eine spontane Massenblutung. Nein. Da kann man nichts machen. Nein. Atmet doch noch. Wie können Sie denn sagen, er ist tot? Er atmet doch noch. Es tut mir leid, aber die Hirntoddiagnose ist eindeutig. Seine Hand ist ganz warm. Der schläft doch nur, der Junge. Was ist? Er ist tot. Aber er atmet doch noch und die Maschine zeigt seinen Herzschlag an. Wie kannst du sagen, dass er tot ist?
Julian. Julian, Junge, komm doch auf. Komm, komm doch auf, Julian. Julian, mach kein Theater. Du Herr Marquardt. Julian. Er atmet nur noch, weil er ans Beatmungsgerät angeschlossen ist. Ihr Sohn ist hirntot. Wir haben alles versucht, aber es tut mir leid. Der war doch schon wieder putzmunter. Ich habe ihm nur erzählt, wir haben Pläne gemacht. Wir wollten nach Schottland zum Angeln. Ich habe alles die Zelte gekauft. Aber bei so einer spontanen Blutung sind wir medizinisch machtlos. Christian, komm mal bitte. Entschuldigen Sie mich. Ja, ja, klar. Ich komme gleich. Der Junge hat einen Organspendeausweis bei sich. Ich habe die Zentrale in Leiden informiert. Aber ohne Zustimmung der Verwandten, also hier der Eltern, dürfen wir trotz des Organspendeausweises den Eingriff nicht vornehmen. Das kannst du total vergessen. Die Eltern haben gerade ihren einzigen Sohn verloren. Die sind im totalen Schockzustand. Ja, ich weiß. Ein Transplantationsteam aus Wien wartet schon auf unser Okay. Es ist Eile geboten, wenn wir andere Leben retten wollen. Ich sehe, was ich machen kann. Seine Organe entnehmen? Was reden Sie da? Der Junge lebt doch noch. Er hat einen Organspendeausweis. Es ist sein Wunsch, anderen Menschen zu helfen. Und mein Wunsch ist es, dass mein Sohn lebt. Er atmet, sein Herz schlägt und er wird wieder aufwachen. Nie im Leben werde ich zulassen, dass sie ihm seine Organe rausreißen. Bei lebendigem Leib. Auch wenn Sie es noch nicht verstehen. Ihr Sohn ist tot. Er ist nur an das Beatmungsgerät angeschlossen, weil Sie ihn frisch halten wollen, ja? Wie ein Hummer, den man auf Eis legt. Aber ich werde nicht zulassen, dass die Maschinen abgestellt werden. Und sag mir doch auch mal was. Das hört man doch andauernd, dass die Kranken wieder aufwachen. Manche, die erst nach Jahren. Bitte. Stefan. Er hat es doch so gewollt. Er hat den Spenderausweis doch selber ausgefüllt. Das ist mir scheißegal. Ich bin sein Vater, ich bestimme, was getan wird. Und ich werde nicht zulassen, dass Sie meinen Sohn töten. Lassen Sie die Finger von meinem Jungen. Lass mich los! Johannes? Noch, gut. Johannes, du musst sofort mitkommen, Notfall. Ich muss da eben weg. Was ist denn? Julian Marquardt ist gestorben. Ja. Er hat einen Organspendeausweis, aber seine Eltern sind total dagegen. Komm, du bist der Einzige, der sie überzeugen kann. Ich werde es nicht zulassen. Herr Marquardt, das ist mein Onkel Johannes Kleist. Was soll das? Er hat vor einem halben Jahr ein neues Herz bekommen. Ich warte unten. Wenn mir nicht ein anderer Mensch sein Herz gespendet hätte, dann wäre ich jetzt tot. Er atmet, sein Herz schlägt und die wollen ihn einfach töten. Ja, ich kann mir vorstellen, wie schrecklich das für sie ist. Die Königin kann nicht abwarten, ihn aufzuschneiden.
um alles aus ihm rauszuholen, was man noch irgendwo anders gebrauchen könnte. Die sagen dazu Organspende. Ich nenne das Verstümmelung. Und das würde ich nicht zulassen. Das gebe ich fremde Menschen an. Ihr Sohn hat da anders gedacht. Sonst hätte er keinen Spenderausweis bei sich gehabt. Er wollte anderen Menschen helfen. So wie der junge Mensch, dessen Herz ich bekommen habe. Ohne ihn würde ich nicht mehr leben. Du wolltest einfach die Maschinen abstellen. Es könnte doch eines Tages ein Trost sein, dass Julian Menschen das Leben geschenkt hat. Er will es so, nicht wahr? Er will anderen Menschen helfen. Komm, lass uns rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mann. Ich bin einfach besser als du, gib's zu. Gib nicht so an, bloß weil du die letzten 50 Mal gewonnen hast. Aber jetzt pass auf. Christian! Hallo, Süße. Spielst du jetzt mit uns? Ja. Heute spielen wir so viel du willst. Ihr seht müde aus. Habt ihr schon was gegessen? Nee, kein Hunger. Ich hab gehört, was passiert ist. Es ist schrecklich. Die armen Marquards. Und? Wie lief's im Café? Also, ab 12 Uhr haben sich die Gäste geradezu die Klinke in die Hand gegeben. Ich bin überhaupt nicht nachgekommen. Um 2 waren die Rotkrautwickel zu Ende und um 4 der Käsekuchen. Also ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich schon. Ach ja, du schon. Kann ich sagen? Wir haben super tolle Flyer verteilt. Wie? Die sind doch toll. Paul schläft. Ach, das ist schön. Also, ihr habt Werbung für mich gemacht. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Das macht man heute, so modernes Marketing, nicht wahr? Das ist ja ganz süß. Danke, danke. Also der Flyer sieht wirklich toll aus. Ist eine prima Alternative, wenn du mal keine Lust mehr hast auf Kunstgeschichte-Studium. Ja, aber erstmal will ich Inge im Café helfen. Ohne weitere Arbeitskraft schafft sie es sonst nicht. Ist doch auch super, weil ich brauche das Geld und Inge braucht meine Hilfe. Und was ist mit dem Studium? Natürlich schaffe ich das. Schaffst du nicht? Ich schaffe das. Außerdem wollte ich mir schon immer einen Job neben der Uni suchen. Das für mich. Wie um die Uhrzeit? Gehen wir weiter? Aber jetzt? Nee, ich bin schon. Habe ich da was nicht mitbekommen? Unsere Versöhnung ist ja noch ganz frisch. Aber in ein paar Wochen ist Michael geschieden. Wir haben uns ausgesprochen. Ja, es ist alles ziemlich blöd gelaufen und wir haben uns entschlossen, es nochmal miteinander zu versuchen. Gut.
Wir wollen nur, dass du glücklich bist. Das bin ich auch, Papa. Und wenn du ihr nochmal wehtust, kriegst du es mit mir zu tun. Und mit mir. Und mit mir. Kann einem ganz schön Angst machen, diese Familie, was? Also dann, herzlich willkommen.